Derp, 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 derp. Das ist Paul. Paul ist ein Drache. Genauer gesagt gehört er der Gattung der grauschnuddeligen Kieseldrachen an. Wer sich diesen Namen ausgedacht hat, gehört gesteinigt. Au, wer wirft denn hier mit... Aber heute geht es gar nicht um Paul. Haha! Das ist Siegfried aus dem Hause Waldtropf. Ernsthaft? Na gut. Er ist der ganze Stolz des weitbekannten Königreichs Schnupfingen. Ja, natürlich ist er der Thronfolger. Was für eine Frage. Ausgerüstet mit Schwert, Helm und, was selten vorkommt, sogar Verstand. Haha! Löst er knifflige Rätsel. Siehst du, Siegfried, das Ding funktioniert einfach nicht. Aha! Oh, danke, Siegfried. Hilft den Armen? Nein, Moment. Aha, danke, Siegfried. Beeindruckt die Dame. Oh. Und auch einige Herren. Oh. Und besiegt eben auch Drachen. Aha, danke, Siegfried. Doch auch um Siegfried geht es nicht. Heute geht es um seinen Zwillingsbruder, Verlierfried. Hallo? Könnte mir mal jemand helfen? Verlierfried hatte es von Anfang an nicht leicht. Preschen, preschen, ja schön, machen Sie das. Es ist ein Junge. Hurra! Moment, da ist noch jemand. Was für ein Verlierfried. Sein ganzes Leben lang versuchte er zu sein wie sein großer Bruder, der ja bekanntlich ganze 7 Sekunden älter ist und dementsprechend viel mehr Erfahrung sammeln konnte. Erst da lang. War ja klar. Gib's einfach auf, du bist eben kein Siegfried. Du machst deinem Namen wirklich alle Ehre. Und da kam er ins Grübeln. Wieso hatte er eigentlich diesen Namen? Hegten seine Eltern etwa einen Groll gegen ihn? Wurde er schon als Verlierfried geboren oder machte erst der Name ihn zu dem, was er heute ist? Er musste es herausfinden. Und da machte er eine erstaunliche Entdeckung. Haha! Vor vielen, vielen Jahren verstauchte sich der damals noch junge König von Schnupfingen bei der Kopflausjagd den Knöchel. Au, verdammt! Erst schien alles verloren. Doch dann wurde ihm ein zwielichtiges Angebot unterbreitet. Ich kann dafür sorgen, dass Ihr Handgelenk wieder zu 87% funktionsfähig ist, Euer Hoheit. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ja, ist... Ja, von mir aus. Okay, cool. Niemand wusste, warum der Geist nun unbedingt den zweitgeborenen Sohn des Königs Verlierfried nennen wollte. Vielleicht hatte er einfach Langeweile. Eine Anfrage auf Stellungnahme blieb leider unbeantwortet. Und seitdem wird Verlierfried vom Pech verfolgt und kriegt nie irgendwas gebacken außer Mürbeteig. Na toll, Mürbeteig. Verlierfried war am Boden zerstört. Er fühlte sich verraten, benutzt. Sollte er sein ganzes Leben dazu verdammt sein, trockene Ausstechplätzchen backen zu müssen? Nein, so weit durfte es nicht kommen. Ich habe einen Plan, sagte er. Denn es gab nur eine Möglichkeit, weshalb sie sogar Verlierfried erkannte. Ich lasse meinen Namen ändern. Halt, Moment, tu das nicht! Oh. Daraufhin geriet die Welt aus den Fugen und versank im Chaos. Ende. Ihr wollt noch mehr witzige Parodien? Dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Ist ganz einfach versprochen.